Hallo von der CMT hier in Stuttgart. Ich habe hier einen Jotivan 60T, der basiert auf einem 120 PS Peugeot Boxer. Das Ganze ist schön schlicht und schwarz gehalten, gibt es aber auch noch bestimmt ganz andere Farben. Wenn euch das nicht gefällt, zieht ja immer so schön die Sonne an. Apropos Sonne, wir haben da oben eine ausfahrbare Markise, die sich über das komplette Fahrzeug zieht. Hier findet ihr den Zugang zum Frischwasser, da könnt ihr nachfüllen. Hier hinten haben wir in den Türen zwei Fenster. Ich finde, es sieht auch echt schön aus. Sehr edel hier mit den Rahmen. Da machen wir das Ganze auf. Hier drinnen ist dafür freundlicher gehalten. Alles nicht so dunkel, sondern schön in Beige-Farben. Wir können noch von hier innen aufmachen. Nur, ich sehe gerade, wir haben jetzt hier keine Einlassung. Also wenn das Bett aufgebaut ist und ihr liegt im Bett, dann kommt ihr hier leider nicht ran an den Griff, um es aufzumachen. Wir haben hier zwei kleine Fächer. Hier einen großen Bereich in der Heckgarage, um Fahrräder abzustellen, Gepäck abzustellen, was man so benötigt. Und was ihr hier seht, fragt ihr euch bestimmt, das ist für das zusätzliche Bett. Wir haben hier nämlich nicht nur so ein kleines Notbett, sondern das ist ein richtig großes, geräumiges, zusätzliches Bett, was wir vorne am Tisch einbauen können. Das zeigen wir euch nachher aber auch nochmal. Hier haben wir Platz für zwei Gasflaschen, kommen wir super hinten ran. Und dort haben wir auch noch mal irgendwas. Das zeige ich euch dann aber von innen. Da komme ich jetzt gerade schlecht ran. Hier ist auch ein Licht, das wir anmachen können, damit wir das Ganze auch im Dunkeln erkennen, was wir hier hinten suchen. Ihr könnt das Bett aber auch hochklappen hier einfach und dann da hinten befestigen. Und dann könnt ihr auch größere, sperrige Sachen, Fahrräder, was auch immer ihr so mitnehmen wollt, vielleicht ein Surfboard oder ein Snowboard. Das passt dann auch alles hier rein. Und wir haben dort auch eine Rückfahrkamera für das sichere Fahren. Wir haben hier den Kamin von der Heizung, das ist eine Gasheizung. Wir haben hier unseren Landstromanschluss und hier AdBlue Diesel kann man hier nachfüllen auf der Fahrerseite. Hier seht ihr, wir haben zwei Betten. Das hintere Bett, das messe ich euch gleich nochmal aus. Das ist ein Querbett und hier vorne, dort ist es eine Sitzecke und hier seht ihr, da ist das Bett auch quer. Und das Ganze hat ein Maß von 1,85 Meter mal 1 Meter. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es ein bisschen kürzer, da sind es nur 65 cm. Aber ich finde, das ist schon ganz geräumig. Es können vier Personen mitfahren und zwei Personen plus diese eine Person drin schlafen. Die vierte Person wird dann halt ins Zelt ausquartiert. So, jetzt bin ich hier im Fahrerhaus. Wir haben eine Sechsgangschaltung. Hier können wir das Ganze abdunkeln. Einfach hochziehen, hält von alleine. Super. Wieder runter. Und das Ganze geht natürlich auch, nee, geht nicht, nee. Ach, von vorne? Nee, von unten, okay. Und hier die Seitenfenster, die können wir von unten einfach abdunkeln. Da wieder einhaken. Genau, wir haben hier jetzt nicht so wirklich viel Ablagemöglichkeiten. Ein bisschen was in der Tür, ein bisschen was da vorne. Aber dafür haben wir überm Fahrerhaus hier nochmal schön Platz, um irgendwelche Jacken oder Unterlagen oder was man so braucht, noch abzulegen. Wir haben hier unsere Sitzgelegenheit mit einem ausfahrbaren Tisch. Es geht ziemlich schwer hin und her. Ihr merkt es. Ist nichts für mich. Aber theoretisch geht der Tisch noch auf. Wir haben hier noch zwei Plätze. Einer ein bisschen breiter, einer ein bisschen schmäler. Also ich schätze mal, da könnte man vielleicht sogar noch einen Kindersitz oder sowas unterbringen. Auf dem eher nicht. Dafür ist der Sitz zu schmal. Und dann können wir das Ganze hier umbauen und hier zu einem kompletten Bett machen. Ihr seht hier, da kann man das dann einhaken, was wir hinten gesehen haben und so das Bett verlängern. Hier unten, was wir hier noch haben. Ah ja, die Elektrik ist auch nur Kabel, Schläuche, Elektrik. Also hier vorne finden wir sonst im Bodenbereich oder unter den Sitzen keinen weiteren Stauraum. Dafür haben wir hier oben zwei Fächer, die wir noch benutzen können. Hier haben wir unseren Fernseher. Dahinter ist ein bisschen blöd gemacht, sind noch zwei USB-Anschlüsse. Da muss man halt den Fernseher ein bisschen hin und her drehen. Den kann man auch rausschwenken. Ups. So. Und dann kommt man an das alles besser ran. So. Dann schauen wir hier. Wir haben hier das Bedienelement, wo wir alles nachschauen können. Licht, Außenlicht, Wasserpumpe. Schauen wir uns die Küche an. Wir können hier unsere Arbeitsplatte erweitern. Und hier, das finde ich total toll gemacht. Wenn wir das Ganze öffnen,
haben wir unseren Herdplatten und unser Waschbecken in einem. Das heißt, wenn euch hier mal was überkocht oder so oder hier ein bisschen was dreckig wird, dann kann man das einfach abwaschen, abputzen und direkt da reinfließen lassen. Ne? Schrubbt, schrubbt, schrubbt und das Wasser kann dann einfach abfließen. Finde ich persönlich sehr praktisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir haben hier ein Licht. Hier oben drüber Stauraum. Weiß ich nicht, warum das in der Mitte getrennt wurde, weil das nimmt einem einfach die Möglichkeiten, wenn man irgendwie größere Teller hat. Man ja, ist so einfach eingeschränkt. Aber da hätten wir ein bisschen Stauraum. Hier noch ein paar Schubladen hier fürs Besteck. Na, etwas größere Schubladen, auch ganz schön, dass die hier bis oben zugezogen sind. Da kann nichts wegfallen und da unten auch noch mal eine große. Und hier eine 230 Volt Steckdose, 12 Volt und die Lichtschalter. Hier haben wir noch einen schönen Spiegel. Und hier können wir auch vielleicht Kaffeemaschinen oder sowas noch unterbringen. Da ist auch noch ein bisschen Platz. Und den Kühlschrank, den finden wir auch auf dieser Seite. Das scheint einer zu sein, den wir von beiden Seiten öffnen können. So, dann könnt ihr auch mal reinschauen. Also riesengroßer Kühlschrank. Auch mit Gefrierfach oben drinne. Und halt echt praktisch, dass man den von beiden Seiten öffnen kann. Das heißt, egal wo ihr steht, ihr kommt auf jeden Fall ran. Hier abends noch ein paar Getränke raus. Oder wenn da jemand gerade in der Küche steht. Das ist auf jeden Fall super gemacht. Jetzt, das sieht hier ein bisschen Hightech aus. Ich habe hier einen Knopf und da einen Knopf. Wenn ich den Knopf aufmache, dann habe ich hier meinen Kleiderschrank mit Kleiderstange, kann ich was aufhängen. Sehr schön geräumig. Und wenn ich hier drauf drücke, dann öffnet sich meine Duschkabine und ich komme hier auch von der Dusche direkt an meinen Kleiderschrank ran. Also das ist sehr cool durchdacht. Tolle Idee. Und dann mache ich hier unten auch auf, kann in meine Dusche rein, habe hier einen Duschvorhang, wollte ich sagen, aber es ist ja kein Vorhang, es ist ja eine richtige Duschtür. Die kann man aber scheinbar nirgendwo einhängen für die Fahrt. Doch hier. Damit kann man es wieder zumachen. Und habe hier dann eine richtig tolle Dusche, die auch relativ geräumig ist. Mit dort Abzug, dass das Wasser auch oder der Wasserdampf nach außen austreten kann. So, und wo ist jetzt die Toilette und das Waschbecken? Ich glaube, da schauen wir mal auf der anderen Seite. Ich kann übrigens auch, wenn ich die Tür hier von der Toilette öffne, ja, das Ganze hier einhängen und habe dann einen Raumtrenner zwischen dem Wohnraum und dem Schlafraum. Wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir hier nochmal einen Spiegel. Die Tür ist jetzt offen und wir haben hier unser WC. Das lässt sich auch drehen. Und dort ein Waschbecken. Das scheint mir hier gleichzeitig Handtuchhalter und aber auch Befestigung, falls ich da was hintun will, zu sein. Finde ich ganz cool. Kann man auch zusammengefaltete Handtücher hin tun. So kann man auf kleinen Raum viele Handtücher unterbringen. Finde ich eigentlich auch echt smart. Hier haben wir noch einen Spiegelschrank. Der lässt sich zur Abwechslung mal nach oben öffnen. Auch cool. Und dahinter befindet sich noch ein bisschen Stauraum. Hier ein Heki für Frischluft. Und hier unten drunter haben wir auch noch mal ein bisschen Stauraum unter dem Waschbecken. Jetzt bin ich hier im Bettbereich. Ich kann euch mal messen, wie groß das Bett ist. Wir haben hier eine Länge von 1,89 Meter und eine Breite von 1,31 Meter. Also man passt zu zweit hier hin, mehr soll ja auch nicht. Wir haben hier Push to Open 4 solcher Schränke, also 2 auf jeder Seite. Dort oben befindet sich keiner mehr, reicht aber auch aus. Wir haben ja noch den Schrank bei der Dusche, hier nochmal ein Heki. Licht haben wir hier 1 und ansonsten habe ich aber keine Steckdosen oder Lichter weiter hier hinten gefunden. So, und dann schauen wir mal, was sich hier hinten noch befindet. Wir haben hier noch 2 Klappen. Wir haben hier Wasser. Und hier auch nochmal Frischwassertank. Da kommen wir also vom Bett aus ran.
So, wir haben es jetzt aufgekriegt. Also hier sind nochmal zwei Fächer, wo man was ablegen kann. Am besten irgendwas, wo man nicht so häufig dran muss, weil man kommt nicht so leicht ran. Hier haben wir noch einen Feuerlöscher. Das kann auch manchmal gar nicht schaden. Und hier noch ein Licht für den Fußboden, damit wir sehen, wo wir langlaufen. So, das ganze Fahrzeug kostet uns hier Messepreis 52.990 Euro. Und normalerweise der Gesamtpreis sind 64.245 Euro. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Fahrzeug gefallen hat. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!